Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. So, der heuchlerische Wüstenwind hat sich gedacht, er greift mal an, beziehungsweise Nabatea greift mit einer Vollstack und einer Halbstack an und ich verteidige. Genau. So. Ich verteidige, weil mit der Artillerie kann man sehr schön sehr viel platt machen. Also je nachdem, wo die aufgestellt wird. Aber da geht schon einiges. Da geht schon einiges. So, wo kommt der her? So. Der könnte mit der Giftgeschoss ziemlich. Ziemlich böse sein. Könnte er ziemlich böse sein. Ich glaube, mit dem kommen wir nicht dahin. Könnte aber dahin kommen. Der da ist da hinten unnötig. Die können sich aber nicht umdrehen, gell? Ist ein bisschen blöd. Aber ich glaube, das passt schon. Gut. Die Frage ist natürlich, wo der andere herkommt. Also realistisch gesehen würde er auch von da hinten herkommen. So. Zu euren Diensten. Auch sofort eine Phalanx. Bürgerwehr. Mob. General. So. Diese Mauern sind stark. Doch halten nicht die Mauern allein diesen Ort. Sondern starke Männer. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Keine Ahnung, was das ist. Ah, von hier drüben. Dann passt es ja, dass ich. Wir verlieren Boden. Hier, das hab. Warte, dann schieße ich mal mit der. Weil die muss ihre kompletten. Ich schieße mal einfach so weit, wie es geht. Ja, das ist ein bisschen viel zu weit. So. Schon wieder die Lücke. Ja, doch nicht. So, aber ich will nicht die ganze Zeit die Kavallerie treffen. Sondern auch die Nahkampfeinheiten. Weil die Kavallerie ist hier in unserem Fall jetzt total unnötig. Dann so, das war auch zu weit.
Das war nicht weit genug. Oh, ich treffe gerade gar nichts. Natürlich nicht ganz so gut. Wieso springt er immer so rum? Warte mal, ich schau mal kurz, wie es hier aussieht. Na, ganz gut. Ah, sorry für die kleine Unterbrechung. Also für euch ist es ja nicht wirklich merklich. Genau, aber jetzt werde ich mal da so hingehen. So. War nur jemand an der Tür kurz. Warte, der kann nicht mehr lange schießen. Sieht man ja gar nicht. Wie könnt ihr denn schießen? Einfach Dauerfeuer irgendwie. Schon zu machen. Man soll ja nur schauen, dass ich hier die Munition wegschieße. Weil gleich kann die nicht mehr schießen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja. Schnell, schnell, schnell. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bürgerwehr! Du bist auch fertig. Du bist noch nicht fertig. Sehr, sehr schön und sehr schön in die Lücke. Hier ist ein kleiner General, gell? Wo ist der? Die Männer wanken. Okay, die überleben das. Warte, du schießt einfach weiter auf die Leute. Ihr geht hier hin. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Kannst du noch schießen? Nee. Okay. Die den Donitzer!
gehen wir da raus jetzt. Unser General wird angegriffen. Ja, ist gut. Bürgerwehr, General! Söhne des Adels! Oh, Puder! Schüsse warten auf Ziele! Steinschleuderer! Feuert auf den Feind! Ich erwarte eure Befehle! Ja, das ist natürlich nicht so geil, die Zeit, dass man. Zu Befehl! Rein! Ich könnte mich jetzt auch zurückziehen. Ist, glaube ich, besser. Ist, glaube ich, um einiges schlauer gerade. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, dann renne ich mal nach da. Und die laufen nach da oben. Schnell, 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 schnell. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, ich bin zu spät weggegangen. Ja, jetzt kommt die Kavallerie. Oh, verdammt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Kannst du dich umdrehen? Du bist starr. Ah, darauf habe ich nicht geachtet. Du könntest dich aber noch umdrehen. Auch nicht wirklich. Ja, nee. Okay, das war's. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schicksal. Er hat halt sehr viel Kavallerie gehabt und von dem Moment, also der hat sehr klug gemacht. Der hat das zweite Tor eingenommen, beziehungsweise angegriffen. Und ja, sobald er in ein Tor reinkommt, ist es vorbei, weil ja, eine kleine Garnison gegen ganz viel, also ja. Jetzt greift er auch noch die an. Nee, aber die, das schaffe ich. Das schaffe ich hundertprozentig. Oh. Jerusalem hat keine Mauer. Dann schaffe ich es nicht hundertprozentig, sondern vielleicht. Schaffe ich es nicht hundertprozentig, sondern vielleicht.
Vielleicht. Wieso habe ich hier diese Kavallerie? Oder keine Bürgerkavallerie? Naja, egal. So, dann komm mal rüber, ne? Also mit einer Mauer hätte ich 100 pro gewonnen. So, jetzt fraglich. Okay, auf jeden Fall so verliert er sein. Unser General wird angegriffen. Sein General. Damit jetzt die mit den ganz vielen Speeren noch gut schießen kann. Okay, General ist jetzt auch drin. So war. Mal schauen, ob die Kavallerie überhaupt eingesetzt werden muss. Gerade sieht es eigentlich eher weniger danach aus. Der stellt sich aber auch an. Aber gut reingepusht hat er auf jeden Fall. Ja, ich hätte die tauschen sollen. Naja. Naja, dann kommen mal die Kavallerie. Um ein bisschen Druck zu machen. Geschossinfanterie zu euren Diensten! Doppelte Geschwindigkeit! Quarantinische Kavallerie! So, du kommst mal mit. Der hat ein bisschen gelitten hier. Ah, ist noch in Ordnung. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut, das war's dann, ne? Von wegen, der hat
Von wegen, ich habe keine Chance. So. Was hat das? Tarantinische Kavallerie! Und dann charge ich von hinten. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Surprise, Mother. Fuck. General! Warte, ich mach mal Brandpfeile. Dann freuen sie sich noch mehr. Da rein und dann ist GG. Super. Söhne des Ares. Tarantinische Kavallerie. Gut. Das war's. Easy. So. Ich weiß ja jetzt nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe, aber ich glaube, also weil ich ja pausiert habe. Beziehungsweise unterbrechen musste. Aber ich glaube, das passt jetzt schon. Also jetzt nehme ich gerade wieder 16 Minuten auf. Und ich glaube, davor haben wir schon mehr als 10 Minuten aufgenommen. Glaube ich. Also schauen wir mal. Entweder bis ich dran bin oder bis zur nächsten Schlacht. Und dann ist auch wieder die Folge vorbei. Ernsthaft? Oh. So ein Fiesling. So ein fieser Fiesling. Bereit zum Kommandieren. Das ist natürlich schön. Rang erhöht. Siedlung wird belagert. Kind ist gestorben. Oh nein. Oh Mann, aber ein Kind ist geboren. Natürlicher Tod. Spionenarschaden. Ihr seid nicht mehr vor Sezession geschützt. Hohe Chance auf Sezession, ja. Okay. Okay, alles klar. Also. Natürlich, Risiko 100%. Ja. Beseitigen. Schade, dass jetzt schon 100% ist. Aber die haben ja nur das da oben. Es sei denn, die Parther werden mich hintergehen, aber das glaube ich eher weniger. Das wäre natürlich von der KI, bisschen mehr gepusht, weil, beziehungsweise, schwerer gepusht, weil die indische Familie hat nichts und die parthische Familie hat ziemlich viel. Also mal gucken. Ah, die bekommen noch einen Mann. Mit einem Afro. Nee, tut mir leid, Frau. Tüchtige Frau, spitzzüngiger Mann. Ja, okay. Der Zwilling von dem bekommt noch keine Frau.
Die beiden auch noch nicht. Ah. Schade. Tut mir leid. Die bekommt Mann. Und die anderen bekommen noch nichts. Gut. Ein junges Mitglied einer rivalisierenden Familie ist schwer verschuldet. Achso, das wieder. Ja, nee. Ist uns doch egal. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. We'll be right back.